Herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit Russland. Wir sind in einem Diplomatiespiel gegen Kalat, wobei Österreich auf der Seite Kalats eingestiegen ist. Wir hatten einen Verteidigungspakt mit Österreich, der ist hinfällig. Und die Überlegung ist jetzt, also es gibt keine weiteren größeren Fraktionen, die wir beeinflussen könnten. Die halten sich aber damit andererseits auch komplett raus. Wir haben 333 Bataillone, die stehen auf Plänkler. Österreich ist noch auf Linie. Das heißt, wir haben da einen klaren Vorteil. Die Frage ist, ob man das Ganze jetzt ausnutzt, um gegen Österreich noch Gebietsgewinne zu erzielen, Österreich zu schwächen. Frage 1, die da natürlich vorausgeht, ist eigentlich, wollen wir das oder wollen wir hinterher erneut ein Bündnis mit Österreich? Ich weiß es nicht. Von daher wenden wir uns Frage 2 zu, was wollen wir denn dann erreichen gegen Österreich? Da gibt es halt ein paar Optionen. Wenn man sich die Strategieregion anguckt, dann hat man hier halt Polen. Wollen wir komplett Polen haben? Mittelfristig, klar, würde ich sagen. Wir haben eh schon ein großes Stück von Polen. Und das wären halt zwei weitere Provinzen, Westgalizien, Ostgalizien. Dazu kommt dann noch Krakau. Jetzt ist es aber so, wir haben noch, was haben wir denn an Schachzügen noch? 100. Kriegsziel hinzufügen, Klientellandübertragung Krakau, 3,2 Verrufenheit. Wir haben aktuell schon 54, wir sind also bei 57 dann. Dann Staaten erobern. West- und Ostgalizien jeweils 35 Verrufenheit. Das ist eine ganze Menge. Das möchte ich mir eigentlich nicht antun. Aber man könnte ja auch eine Landesbefreiung machen. Slowenien, Venedig, Slowakei, Kroatien, Ungarn, Galizien, Lodomerien müsste das ja sein. Das sollten die zwei sein. Das könnte man angehen, um die dann später zu schlucken und Krakau übertragen zu lassen. Dann eine andere Option wäre, dass man hier Moldawien holt. Moldawien ist aber nur ein Teilstaat, weil Österreich da noch ein Stück hält. Das heißt, man könnte da, wenn man da den Staat erobert, österreichisch Moldawien 14,9. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Tut man sich das an oder nicht? 14,9 Verrufenheit. Wir haben jetzt schon 57, also hätten 57 mit Krakau. Könnten, würden damit aber dann auf, das sind 15, 72 kommen und müssen ja demnächst auch mal irgendwann anfangen, gegen Qing einen Krieg zu führen. Boah. Also ich habe schon vor der Session überlegt, ob man das machen sollte oder nicht. Also beides geht auf keinen Fall. Denn die Staatseroberung würde hier 21 Schachzüge kosten. 21. Dazu dann Klientellandübertragung 12. Das sind 33. Aber wir haben 100. Und was würde die Landesbefreiung kosten? 30. Also von den Schachzügen her könnten wir das stemmen. Problemlos.
könnten auch Ungarn befreien. Das wäre natürlich ein massiver Schlag. So richtig ins Gesicht. Aber ja, will man's? Und dann betrachtet man Österreich weiterhin als Verbündeten oder sucht man sich einen neuen? Ne, was ist, wäre die Konsequenz? Wenn wir Österreich massiv schwächen, also zum Beispiel Ungarn befreien, würde das heißen, dass Preußen einen ganz klaren Vorteil hat, bei der Vereinigung Deutschlands. Wollen wir in Deutschland als Russland? Nee, wollen wir nicht. Wollen wir eigentlich eher verhindern? Das heißt, Ungarn oder so freilassen nicht. Das wäre okay hier mit der Befreiung von Galizien, hast du nicht gesehen? Ihnen die beiden, also Krakau zu übertragen und Moldawien wegzunehmen, könnte man drüber nachdenken. Was hatte ich gesagt? Wie viel würde uns das zusätzlich einbringen? 15 und die Landes- über die Klientellandübertragung nochmal 3, 18 Infamie zusätzlich zu unseren 54, wir wären bei 72. Wir haben jetzt schon ein Problem mit Radikalen. Bei unserem aktuellen Verrufenheit kriegen wir 50% mehr Radikale durch Eroberung. Und wir hatten mal ein deutlich besseres Verhältnis von Loyalisten zu Radikalen. Von daher keine. Also von daher fliegt auf jeden Fall mal Moldawien raus. Das tun wir uns nicht an. Bleibt immer noch die Landesbefreiung. Aber wenn wir sie hinterher nicht erobern können, und wir hätten sowieso ein Jahr Frieden, wenn wir sie hinterher aber nicht erobern können, dann haben wir auch nichts davon. Also würde ich sagen, Österreich ist vom Tisch. Was man alternativ noch machen könnte, ist natürlich Kriegsreparationen. Vertragshafen ist mir auch zu viel Verrufenheit. Nimmt man gleich Krakau einfach noch mit. Die 3,2 könnte man fressen. Wie hübsch ist denn Krakau? In Krakau ist es toll, Polzi. Ja, warst du da schon mal? Nö. Es ist nichts Außergewöhnliches. Der Staat selbst auch nicht. Hat auch nicht so viel Pop. Ja, was würdet ihr tun? Also ich bin wirklich hin und her gerissen, tendiere aber dazu, Krakau zu nehmen. Andererseits, wir müssten eh einen Krieg führen. Aber 3,2 Verrufenheit mehr oder weniger ist halt auch. Wir sind jetzt bei 54. Na gut, das würde in einem Jahr weg sein, ne? Wir verlieren 5 pro Jahr. Na, 5,5 sogar. Grundverfall, aber es hieße halt, bis wir da wieder runter sind von den 57, würden halt 1,5 Jahre vergehen. Österreich hat ein ganz ordentliches BIP, also die Kriegsreparationen wären schon nett. Aber dafür den Krieg extra noch herauszögern, ich meine, das hier ist ein Pushover. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und dann wegen Kriegsreparationen vielleicht nochmal 2 Jahre länger Krieg führen. Das einfachste Gelände ist es hier auch nicht. Also die polnischen Gebiete, ja, da geht's, haben wir Ebene. Aber dann muss man hier halt durchs Gebirge. Es sei denn, die Truppen würden sich ausnahmsweise mal für einen direkten Weg entscheiden und hier oben lang rollen.
Aber das sehe ich nicht. Von daher. Nee. Fügen wir nichts hinzu. Und lassen dann einfach mal laufen. Vielleicht kommen wir ja auch tatsächlich mit Österreich wieder auf den grünen Zweig. Haben wir hier keine Truppen hingeschickt? Doch, die kommen, sind auf dem Weg. So, da hat es Klack gemacht und das sagt uns natürlich schon wieder die ansteckenden Krankheiten. Jawohl, Prostituierten. Nee, 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 nee. Bei uns werden keine Prostitution ist total super. So, ist jetzt noch irgendjemand eingestiegen? Hatte ich gar nicht drauf geachtet, aber nein, ist es nicht. Oh, wir können schon wieder weitere Interessen unterhalten. Ist mal wieder was automatisch weggefallen, oder? Ich meine, hier sind wir noch dabei. Soweit eigentlich erstmal okay. Hier gibt es noch was zu kolonisieren, aber erst später. Xing wollen wir nur die Gebiete hier abnehmen fürs Achievement. Von daher müssen wir da auch nicht. Dann würde ich sagen, hier noch sollte ausreichen. Niedriger Marktzugriff in Russisch-Belutschistan. Bauen wir da denn Eisenbahnen? Ja, die kommen. Ja, dann lass mal anfangen, den Konflikt da. Es erklärt uns Österreich die Rivalität. Die sind aber auch schön blöd. Also in so einen kleinen Konflikt einzusteigen. So, hier kommt es zu dem erwarteten Pushover. Und dann ist der Krieg auch schnell. Sag mal hier, klick mal weg. Befehlshaber mal ausklappen. Da ist irgendeine Kolonisation fertig geworden. Das heißt, wir können inkorporieren, oder? Yep. Schraubenfregatten. Hier ist ja ein richtiges Chaos gerade. Ja, das wird sich hoffentlich von selbst lösen. Wichtig ist hier, die Front muss halten. Auch da drin kriegen wir sogar vor. Haben wir noch welche in Reserve? Da ist die letzte Front hier. Und dann sollte das ja wohl auch hinhauen. Sind jetzt schon bei minus 70. Gold in Alaska. Goldrausch. Ich lese das nicht mehr vor. Lasst es alle wissen für die Migrationsanziehung. Aber kurzer Check. Haben wir in Alaska komplett ausgebaut? Unsere
Goldminen, ja, sind es auch 10 Goldfelder. Das gibt hinterher nett Minen dann. So, dann hier das letzte Stückchen noch. Und damit haben wir Belutschistan als Staat auch komplett. Nein, ein kleines Dorf leidet noch Widerstand. Gwadar vom Oman. Oh, warum läuft denn der Krieg da mit Österreich noch? Haben die doch noch? So, das war's dann aber. Dann kehren die alle zurück in ihre Kasernen. Sehr schön. Belutschistan kurz kontrollieren. Ach nee, das mache ich hier schnell in den Gebäuden. Wenn da irgendwas auffällig ist, was haben denn die an Industrie? Tuchfabriken. Tuchfabriken. Die suchen verzweifelt Leute, haben, na gut, ein paar Arbeitslose haben sie noch. In den Tuchfabriken ist aber soweit alles okay. Jo. Würde ich zumindest sagen. Kümmere ich mich jetzt nicht drum. So, Möbelfabriken. Ach so, weitere Industrie hatten die ja nicht, ne? Oder hatten die noch sowas wie Schiffswerften hier? Ne, die haben einen Hafen, den hatten wir aber schon umgestellt. Das heißt, wir können jetzt in die ländlichen mal reingucken. Das passt alles. Wo sind denn unsere Färbemittelplantagen eigentlich? Niger-Delta und Belutschistan. Belutschistan bekommt Eisenbahn. Und das Niger-Delta bekommt jetzt auch eine Eisenbahn. Dann können wir da nämlich umstellen. Was steht denn noch nicht auf? Baumwollplantagen. Die können wir auch umschalten, denn ich bin mir sicher, dass wir da auch Eisenbahnen angetriggert haben. Ja, haben wir. Hier ist nichts. Was mir auch zwischen den Folgen aufgefallen ist, wir haben hier in Kanak einen hübschen Bonus noch. Plus 10% Bleiminendurchsatz. Aber hier leben nur 12.000 Bauern. So. Das heißt, wir haben hier jetzt Persien, glaube ich, als Staatsregion. Fast komplett. Die Sikh halten noch ein Stück davon. Und zwar hier Paschtunistan. Paschtunistan? Achso, das ist hier alles Paschtunistan und das ist schon das nächste. Das ist Nordindien. Ja. So, dann, nachdem wir das alles erledigt haben, jetzt aber mal den obligatorischen Blick in den Markt. Bei den Handelsrouten. Die können wir wegfallen lassen. Die ist nicht mehr lukrativ. Wir brauchen definitiv mehr Kleidung. Wir brauchen auch mehr Holz. Erstmal kurzen Blick in die Baukiste. Ja, Holzfällerlager sind eingereiht.
Opium ist eingereiht. Seide jede Menge. Oh, die Eisenbahn müssen wir hier aber mal nach vorne bringen. Denn die sind ja doch schon entscheidend. Ich gucke jetzt doch nicht in den Markt. Ich lasse erstmal laufen. Wir müssen diese Bauqueue, diese unendlich lange Bauqueue, endlich mal abarbeiten. Da ist mal wieder das Ereignis mit dem Traum. Dann nehmen wir wie gehabt das untere. Realistische Erwartungen. Befehlshaber können wir einklappen. Tahiti wird noch kolonisiert. Okay. Das ist dann auch der letzte Staat, der inkorporiert werden muss. So, dann können wir ja mal wieder versuchen, mit Österreich zu verbessern. Mit Frankreich stehen wir gut da, mit denen verbessern wir. Spanien, Italien, alles okay, würde ich sagen. Jetzt irgendwelche Kolonialkriege anzufangen, nein, danke. Schon wieder weitere Interessen? Ups, nicht die Ländersuche, Interessen. Wir hier nicht erklärt? Nee. Da hatten wir doch erklärt, am Kongo. Achso, Kongo halten wir ja. Nee, ich glaube, das war hier. So. Belutschistan, ja, arbeiten wir dran. Da ist ein bisschen Aufruhr, Spannungen ist klar. Die üblich mangelnde Besteuerungskapazität. Teure Militärwaren. Opium, Munition. Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Kriegssegelschiffe. Können wir da eine Importroute vielleicht? Ja, mit den Österreichern. Da müssen wir nicht mal Transporter für ausgeben. Das kann hochgehen bis zu 100. Ja, sehr schön. Das deckt das ab. Munition müssen wir halt selber bauen. Artillerie auch. Handfeuerwaffen haben wir mehr als genug. Wie ist das mit Munition und Artillerie? Sind die in der Q drin? Ne, wir haben da sehr viele Plantagen. Da müssen wir auf jeden Fall dann nochmal. Munitionsfabriken haben wir in Moskau. Da haben wir auch noch Pops. Wie viel Munition fehlt uns? 130 Größenordnung. 130. 5 Fabriken. Ja, ungefähr. Also 2 sollten wir noch reinpacken. Hat auch höhere Priorität als die ganzen Plantagen in meinen Augen. Das könnte aber bedeuten, dass der Sprengstoffpreis der Sprengstoffpreis hochgeht.
Das heißt, wir sollten da auf jeden Fall auch noch eine Chemiefabrik. Bauen. Wo waren denn die? Sortiere hier mal nach Bauern. Briansk. Auch eine noch. So, und das zweite Problem war Artillerie. Das heißt Waffenfabriken. Samara, Kasan, Tver. Ich glaube, Tver war unsere Handfeuerwaffenfabrik. Ja. Prozent. Das heißt 15 Fabriken etwa 250, eine etwa 25. Wie viel fehlen? 5 Fabriken fehlen. 5 Fabriken fehlen. Jetzt ist die Frage, wo haben wir denn noch mehr Pops? Samara oder Kasan? Samara nicht hier irgendwo da. Samara 369. Kasan haben wir mehr. Kasan hat aber auch die Motorenwerke. Dann bauen wir hier mal. Und dann kurz hier rein. Die 4 Eisenbahnen auf jeden Fall vorher. Ich möchte erst das Munitionsproblem lösen. Dann die Chemiefabriken. Oh, die können wir dazwischen packen. So. Das ist eine Bau-Queue. Weiter. Was man auch, wie sind wir denn hier aufgestellt bei der Bildung? Aber um das zu erhöhen, müssten wir erstmal wieder Regierungsverwaltungen bauen. Nee. 30%, damit sind wir 50% höher als zu Spielstart, also relativ gesehen. Denn ich glaube, da hatten wir irgendwie so gut 20 irgendwas. Glaubensfreiheit wollen wir nicht, weil ich immer noch dieses, die offizielle Nationalität triggern möchte. Bin ich halt schon interessiert. Kenne ich nicht. Will ich wissen. So, Griechenland sind die Beziehungen gleich maximiert. Oh, 108 Verrufenheit, wenn man Japan zur Marionette macht. Alter. Nö, dann nicht. So, da kommen die Eisenbahnen. Goldfelder in Alaska sind erschöpft, aber kein Event. Aber wir müssten da jetzt Minen bauen können, ne? Ja. Ne, das ist bares Geld, also ab nach vorne. Jein, nicht ganz nach vorne. 1, 2, 3. Die sind wichtiger.
würde Österreich sogar... Achso, die haben uns rivalisiert, ne? Ach, die Pappnasen. Verteidigungspakt mit Preußen. Minus 64, das wird auch nichts. Der Munitionspreis sollte ja wohl hoffentlich danach etwas besser werden, wenn die Fabriken durch sind. Jetzt sind sie durch. Sie müssten eigentlich einstellen. In Moskau. Munitionsfabriken voll besetzt. Und der Preis sieht doch jetzt wieder anständig aus, ne? Ja, gut kalkuliert. Artillerie kommt jetzt gerade, weil wir jetzt die Waffenfabriken in Samara bauen. Dann sollten wir beim wichtigsten... bei der wichtigsten Kategorie, den Militärwaren, auf jeden Fall gut dabei sein. Was haben wir da? Oh, Stadt der Fülle. Die renommiertesten Mitglieder der High Society von Ingermanland haben luxuriöse Partys in den neuen prächtigen Stadtgebäuden organisiert. Lasst sie feiern, würde ich sagen. Ja, und dann könnt ihr auch weiter feiern. Oder auch das Let's Play abfeiern. Das ist mir auch recht. Denn das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis zum nächsten Mal, euer Palzi.